Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wassermänner, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurer Monatslegung für den Mai 2023. Hallo an alle alten Hasen und ein herzliches Willkommen an alle Neuzugänge. Schön, dass ihr mich gefunden habt. Es gibt jetzt, wie gesagt, die Monatslegung für den Mai 2023. Allgemeine Infos vorab, es handelt sich um eine Kollektivlegung, das heißt, du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Rollen können in diesen Legungen vertauscht sein. Die Legungen sind zeitlos. Auch wenn ich sie jetzt für Mai 2023 festgelegt habe, sollte dir die Legung zu einem späteren Zeitpunkt vor die Füße fallen, hat sie vielleicht einen wichtigen Impuls für dich im Gepäck. Genau. Schau bitte die Legung immer in deiner eigenen Verantwortung und wenn es nicht deine Legung ist, dann mach es nicht zu deiner Legung, dann darfst du gerne in deiner Legung für dein Mond-, Venus- oder Aszendentzeichen reinschauen, denn diese Legung hier ist jetzt für die Widder, die den Widder als Standzeichen Mond, Venus oder im Aszendent haben. Gut, Wilma ist natürlich auch am Start und schaut, dass hier alles seine Richtigkeit hat. Wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel von Jean Ruland, dem Arcanum-Tarot von Los Garabeo, Erat Ali Quando von Yolanda Latura und dem Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Natürlich gibt's für euch, liebe Wassermänner, auch eine Faul-Rune für den Monat dazu. Infos zu den verwendeten Kartendecks und den Link zum Shop, falls ihr euch für das Runenset interessiert, findet ihr wie immer unten in der Infobox. So, und jetzt geht's los. Schauen wir mal, welches Krafttier euch, liebe Wassermänner, im Mai 2023 begleitet. Welches Krafttier begleitet die Wassermänner im Mai 2023? Da haben wir es schon. Und wir haben den Hund, Treue und Schutz. Du bist allerorts wunderbar geborgen, beschützt und behütet. Das ist also das Krafttier, welches euch im Mai begleiten wird, liebe Wassermänner. Schauen wir mal, was war, was ist. In welcher Energie starten die Wassermänner in den Mai 2023? Was war, was ist. In welcher Energie starten die Wassermänner in den Mai? Gut, da haben wir es schon. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Liebe Wassermänner, das ist jetzt nicht so eine schöne Energie. Wir haben die 10 der Schwerter. Die 10 der Schwerter ist der alles durchdringende Schmerz. Das Hoffnungsvolle an dieser Karte ist, dass es mehr wie 10 Schwerter nicht gibt. Das heißt, die Intensität des Schmerzes, welchen ihr vielleicht in der letzten Zeit oder aktuell gerade durchlebt, ist, sage ich jetzt mal, nicht mehr steigerbar. Ne? Und da ist natürlich, wenn man in so einer schmerzhaften Phase ist, ist es auch wichtig, dieses Gefühl der Geborgenheit, des Beschützt- und Behütetseins wieder zu erlangen, weshalb der Hund natürlich bei euch an eurer Seite goldrichtig ist. So, ich muss kurz die Stimmbänder ölen. So, schauen wir mal, was Erat Ali Quando dazu ergänzen möchte, was war, was ist, in welcher Energie starten die Wassermänner in den Mai. Ach ja, die Nachtigall. Mit dem Abendlied der wahren Liebe. Die Dame, ihr selbst seid gefallen. Ihr als meine Zuschauer seid im Lenormand und im Erat Ali Quando immer die Dame. Euer Gegenüber ist der Herr. Selbstverständlich, ihr bedenkt, Rollen können vertauscht sein. Wir haben die Ordnung und die Sanduhr. Na, was hat das Lenormand noch zu ergänzen? Okay, also, ihr liebe Damen,
habt, also dieser Schmerz, mit dem ihr es zu tun habt, hat vermutlich mit der wahren Liebe zu tun. Denn es ist die Nachtigall aufgetaucht, die das Abendlied der wahren Liebe singt. Und wenn ihr das so seht, singt diese Nachtigall genau in eure Richtung. Es gibt hier alte Wunden, alten Schmerz, der euch immer wieder in euren tiefsten Tiefen trifft und berührt. Da könnt natürlich nur ihr beurteilen, was in eurer Vergangenheit hier vorgefallen ist, was hier Sache ist. Aber dieser Schmerz begegnet euch immer wieder. Und auch wenn ihr nach außen das Bild erweckt, dass hier alles in Ordnung ist und dass ihr alles im Griff habt, so ist es doch ein Thema, das euch mit der Sanduhr schon lange, lange Zeit begleitet und immer wieder euch vor die Füße fällt. Es gibt hier etwas. So. Es gibt hier etwas mit dem Würfel und der Schlange, was für mich aussagt, dass ihr hier in einer Art Falle gelandet seid. Ne? Die Schlange kann auch für Heilung gedeutet werden, doch hier nehme ich sie an als etwas, was verzwickelt und verstrickelt ist. Und hier sind die Würfel vor langer Zeit gefallen. Vielleicht hat es für den ein oder anderen Wassermann von euch hier wirklich mit einer Art Seelenvertrag zu tun. Kleiner Moment bitte.